Pistazie, Pistazie, Pistazie! Shisha, Shisha, Shisha! Gib mir eine Shisha! Gediegen sitzen, gediegen rauchen, meine Freunde. Moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Tabak-Review. Heute haben wir am Start erstens mal den Philipp wieder. Hi. Der ist wieder am Start. Und wir rauchen den Adalia Kiba, den Kirschbanane. Hab ich auch von einem Kumpel geschenkt bekommen, sogar vom gleichen Kumpel, von dem ich den Frozen Mellow Blue aus dem letzten Video geschenkt bekommen habe. Den testen wir heute, den habe ich selbst schon mal geraucht vor fast einem Jahr, 8 Monaten so ungefähr. Du hast ihn ja noch gar nicht geraucht. Noch gar nicht. Und jetzt testen wir den mal zusammen, den Kirschbanane von Adalia. Also erstmal kommt wieder, wo ist denn jetzt hier, der Geruch. Der Geruch beim Kirschbanane ist, es ist nicht so, vom Geruch her ist es nicht so intensiv, finde ich. Es ist nicht so rausstechend und man kann ihn nicht so mit dem anderen, mit dem Blue Melou vergleichen, weil der hat intensiver gerochen, fand ich. Also ich finde auch, er hat einen leichten Kirschgeruch. Banane riecht man jetzt gar nicht raus. Aber vom Geruch her ist er wirklich nicht so intensiv und ja. Der Schnitt, wisst ihr Bescheid, blende ich euch natürlich wieder ganz gediegen ein Bild ein. Gediegen. Ganz gediegen, denn ich mache ja immer schön Bilder von vom Head bauen und bitteschön. Okay, feucht ist ja Adalia sowieso und der ist auch im Vergleich die immer, das muss ich mir echt abgewöhnen, im Vergleich zum Start Now finde ich ihn auch feuchter ein wenig. Da hängt auch schon ein wenig die Molasse, aber so richtig schwimmen sozusagen tut er jetzt auch wieder nicht. Aber ist voll okay, könnt ihr euch feucht kaufen, könnt ihr ganz gediegen rauchen sofort und yo! Ja. Also ich muss ehrlich sagen, so Kirschetabak ist immer so eine Sache, der eine schmeckt gut, der andere nicht. Banane finde ich persönlich eigentlich ganz geil, also ich rauche das gerne, Banane-Tabak. Wie ist es bei dir so? Ja, Banane halt. Banane halt. Banane halt. Nein, also ich rauche den auch ganz gerne. Ja. Jetzt beim Probieren hat er mir schon zugesagt. Alles klar, preislich ist das Ganze auch ganz cool, ganz gediegen, denn so eine Dose mit 200 Gramm Adalia kostet ja nur 13,90 €, soweit ich das gerade so im Kopf habe. Und das Setup heute ist genau das letzte, das gleiche wie im letzten Video. Tonkopf mit Kamin, Bird Hunter natürlich, 3 Kokochas Gold, es ist die Amy Zuri 650 und wir rauchen als Mundstück, habe ich wieder Amy Acryl und er hat seinen Fineliner, ganz genau. Rauch zeigen wir euch jetzt mal. Also rauchlich finde ich ihn eigentlich ganz okay, ist gut. Nichts Besonderes, ganz klar, aber auf jeden Fall mal besser als, wie gesagt, der Blue Melou aus dem letzten Video. Und ja, es ist ein Durchschnittsrauch. Ja, so ein schöner Durchschnittsrauch. Es ist eben Adalia, der raucht Durchschnitt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir rauchen jetzt gerade mal erst noch nicht mal 10 Minuten. Ja. Erst so knapp über 5 Minuten, also... Bisschen angeraucht. Ja, ein bisschen angeraucht, das ist noch nicht so... Dann wird der Rauch bestimmt auch ein bisschen dichter. Ganz genau, es ist jetzt noch nicht so... voll an. Geschmacklich, meine Freunde, geschmacklich ist das Ganze. Finde ich, um ehrlich zu sein, das genaue Gegenteil vom Geruch. Ich finde, Geruch war Kirsche eher, geschmacklich finde ich Banane eher, um ehrlich zu sein. Der leichte Kirschgeschmack ist natürlich da, ist ja klar, ist ja Kiba. Aber wie gesagt, ich finde persönlich, die Banane schmeckt man mehr. Das ist auch schön angenehm und das Bananenaroma kommt gut durch. Kann man eigentlich nichts sagen. Passt, meine Freunde, passt, meine Freunde. Unsere Meinung ist, wie gesagt, ich habe ihn ja schon mal geraucht, er ja nicht. Deshalb ist deine Meinung eher im Vordergrund dieses Mal. Bitteschön. Meine Meinung
ist eigentlich eine sehr positive. Ich stehe auch so auf den Kiba-Geschmack. Und ich würde mir eigentlich auch kaufen, wenn ich mal das Geld dazu habe. Und auf jeden Fall auch für euch eine Kaufempfehlung. Alles klar, Kaufempfehlung vom lieben Philipp. Von mir natürlich, ja doch, könnte man echt sich mal kaufen. Ist zwar, ist ganz gut, also Kirschbanane ist generell ganz gut. Ich persönlich muss sagen, ich ziehe jetzt, ich habe auch Kirschbanane schon von Sama Infinity geraucht. Da fand ich ihn, um ehrlich zu sein, besser. Aber der hier ist auch gut, also falls ihr ihn euch kaufen wollt, scheut euch nicht, schleudert mal ins nächste Geschäft und kauft euch ganz gediegen, natürlich, den Kirschbanane von Adalia. Falls ihr den natürlich schon geraucht habt, könnt ihr es natürlich in den Kommentaren da lassen, würden wir uns sehr drüber freuen. Und das war's eigentlich schon. Das war's schon. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video natürlich wieder. Und bis dahin, meine lieben Freunde, und Peace. Und guten Rauch euch. Guten Rauch.